Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Woche im Kabeljournal. Unsere Kameraleute waren für Sie in der vergangenen Woche wieder unterwegs und in Flöha lief Ihnen Angelo Kelly von der Kelly Family vor die Linse und nahm sich richtig Zeit für ein tolles Interview. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Angelo Kelly gastierte am 21. Juni bereits zum zweiten Mal in der Aula der Oberschule Flöha-Plaue. Kurz vor seinem Auftritt haben wir ihn getroffen. Wir waren letztes Mal vor fast 2 Jahren, waren wir hier in der Weihnachtszeit und da war alles voll mit Schnee. Es war sehr schön. Die Kinder haben draußen mit in den Schlitten gefahren und alles. Das war total, total cool. Aber diesmal ist es schön, im Sommer zu sein hier und das Flöha von einer ganz anderen Seite zu sehen. Wir haben letztes Mal ein sehr schönes Konzert und auch Aufenthalt hier gehabt. Und so haben wir uns gefreut, dass wir das dann auf dieser Tour dann nochmal hierher kommen konnten. Auf dieser Tour wird der Musiker von seiner Frau und seinen 4 Kindern auf der Bühne begleitet. Filmaufnahmen vom Konzert in Flöha wird es aber keine geben. Sobald du filmst und sobald du fotografierst, dann geht es nach außen und du kannst es nicht steuern, du kannst es nicht kontrollieren. Und das ist da für die Ewigkeit. Und wenn die Kinder oder jemand das nicht gut findet oder nicht haben will, das interessiert niemand, weil es bleibt dann für die Ewigkeit. Und das ist, glaube ich, nicht fair denen gegenüber. Ja. Ich bin es ja gewöhnt. Es ist ja so viel Müll draußen von mir, dass mehr oder weniger macht keinen Unterschied. Aber ich versuche da schon meine Familie da zu schützen, was es angeht. Freundlicherweise hat uns der Künstler Videomaterial von seiner letzten Tour zur Verfügung gestellt. Slow down just a little. Slow down just a little. Slow down just a little. We might find. Angelo und seine Geschwister waren als Kelly Family eines der erfolgreichsten Musikfamilienunternehmen der Welt. Jetzt steht wieder ein Kelly mit seiner Familie auf der Bühne. So we try and do our best. Every day works a little more. For the Lord. Ich sage nicht gerne neue Kelly Family. Für mich ist es eher, ich habe viele Jahre als Solokünstler erstmal gearbeitet, nach der Zeit mit meinen Geschwistern. Und in den letzten 2-3 Jahren sind die Kinder in ein Alter gekommen, wo die sich mehr und mehr für Musik interessieren, wo die auch was spielen, Instrumente, singen. Und ich wollte denen einfach mehr und mehr die Möglichkeit geben, die Plattform geben, dass die auch mitmachen können. Und auf eine Tour vor 2,5 Jahren ungefähr haben die erst nur ein paar Lieder mitgemacht. Dann Tour später haben die dann schon die Hälfte mitgemacht. Und so wurde es immer mehr. Und wie lange das noch so geht, weiß ich nicht. Also es kann sein, dass wir in 1-2 Jahren schon nicht mehr als Familie auf der Bühne sind, warum auch immer. Also für mich ist es auch ein Abenteuer und ich reagiere auch nur auf den Moment. Und ich glaube, das Einzige, was mit der Vergangenheit, mit meinen Geschwistern verbunden ist, ist, dass es ist vielleicht eine Art Tradition, die man führt. Und ich bin selber in einer Musikfamilie aufgewachsen und meine Kinder, die wachsen auch in einer Musikfamilie auf. Aber ansonsten, ich glaube eher, dass ich von den Fehlern lernen kann. Also, dass ich nicht zum Beispiel mit meinen Kindern jede TV-Show mache und überall jede Pressesache mache, sondern das mache ich überwiegend alleine und wir machen Konzerte zusammen. Aber auch das sind keine großen Konzerthallen. Das ist eher im kleineren Rahmen, Theatern und das fühlt sich gesünder an. Also es ist, ich habe schon viel von der Vergangenheit gelernt und von daher kann man das nicht so 1:1 vergleichen. Die letzte Tournee von Angelo und seiner Familie stand unter dem Titel Offroad. Mit der aktuellen Tour sind die Kellys zu Hause angekommen. Die Tour heißt Welcome Home, weil wir haben, meine Frau und ich und unsere Kinder haben über 3 Jahre in einem Bus, Wohnmobil gelebt und gereist, quer durch Europa, haben ein sehr freies und alternatives Leben genossen
und haben aber letztes Jahr uns beschlossen, in Irland ein Haus zu kaufen und da auch sesshaft zu werden. Und meine Herkunft ist ja aus Irland und ich habe immer das Traum gehabt, dann auch dahin zu ziehen. Und meine Frau wollte das auch immer und so ist es für uns ein Traum in Erfüllung gegangen, dass wir sagen, wir sind jetzt zu Hause gelandet, haben unser eigenes Zuhause und sind auch in Irland zu Hause. Und das ist alles für uns so die Bezeichnung dafür, Welcome Home, willkommen zu Hause. Und auf dieser Tour erzählen wir davon, spielen auch viele irische Songs. Mein Urgroßvater, der kommt ursprünglich aus Irland und ist wegen der Hungersnote musste er rüber nach Amerika als kleiner Junge schon. Und wir haben sehr, sehr viel Familie in Amerika, alle irischen Herkunft. Und die feiern St. Patrick's Day mehr als in Irland. Also die Iren, gerade in Boston, Massachusetts, da in dieser Gegend in Amerika, sind sehr, sehr, sehr stark und fühlen sich sehr irisch. Und deswegen, also für uns war diese Herkunft immer ganz klar. Also wir haben uns nicht als Amerikaner gesehen und haben auch irische Pässe alle. Aber wir als Familie sind ja alle überall geboren. Ich bin in Spanien geboren, meine Schwester Maite ist in Berlin geboren, Paddy ist in Dublin geboren, manche sind in Amerika geboren, es ist alles querbeet. Von daher, Irland war immer ganz klar unser Zuhause, aber wir haben wenig Zeit da verbracht. Jetzt will der Musiker mehr Zeit mit seiner Familie in der neuen alten Heimat verbringen. An den Mega-Erfolg, den er mit seinen Geschwistern hatte, will er aber nicht anknüpfen. Nobody knows the struggles I've seen. Dieser riesen Erfolg ist nicht erstrebenswert. Sicherlich kann man auch mehr Erfolg haben, als was ich jetzt momentan habe. Man kann auch vielleicht vor 500 oder 1000 Leute spielen. Aber sobald es so an eine Ebene geht, wo man ständig Nummer 1 ist und große Konzerthallen oder Stadien füllt, da ist so viel Druck und so viel Medienaufmerksamkeit, das ist nicht gut. Das ist kein erstrebenswert, es ist kein Leben, was ich gerne jetzt nochmal hätte. Das interessiert mich gar nicht und die ganzen Millionen sind es auch nicht wert. Also das kann mir wirklich fernbleiben, das Ganze. Give me a little time, give me a little time. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. PKP steht nicht nur für professionelle, kompetente Pflege. Die PKP ermöglicht seniorengerechtes Wohnen. Eine Alternative für alle, die im Alter ihre Selbstständigkeit nicht aufgeben wollen. Ja, was soll ich sagen? Ich mache alles selber. Putzen, waschen, essen, kochen. Alles, was zum Haushalt gehört. Mit 92 ist man noch nicht alt. Und ich leide keine Widerrede. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich möchte auch nicht wieder weg. Solange wie ich noch am Leben bin, möchte ich hier verbringen. In Niederfrohna befindet sich in einem neu errichteten Wohngebiet die PKP-Seniorenwohnanlage am Rittergut. Die drei modernen Häuser verfügen über 29 seniorengerechte Wohnungen in einer Größe zwischen 42 bis 74 Quadratmetern. Wenn man ein eigenes Haus gehabt hat und muss dann in eine kleine Wohnung ziehen, das ist eine Umstellung. Aber hier habe ich Luft und Platz und Raum. Mit meiner Wohnung, ich habe eine Altbauwohnung gehabt, wo ich die Toilette im Haus hatte und das Bad auch in der Bodenkammer. Und da habe ich mich jetzt ja ganz sehr verbessert. Ich habe auch meinen kleinen Garten draußen, was mich sehr beruhigt. Ich habe eine Beschäftigung dadurch und ich freue mich. Es ist schon schön, ruhig vor allen Dingen. Ne?
Ist schon eine schöne Sache hier. Im Zentrum der Gemeinde Bernsdorf stehen im PKP-Seniorenhaus am Bernsbach 5 seniorengerechte Wohnungen in Größe von 45 bis 55 Quadratmetern zur Verfügung. Der PKP-Seniorenhof Bernsdorf ist eine moderne Wohnanlage in ruhiger und idyllischer Lage. Die seniorengerechten Wohnungen sind zwischen 45 bis 78 Quadratmeter groß. Die verschiedenen Grundrisse der Wohnungen in den PKP-Wohnanlagen bieten den Mietern viel Raum für ihre Ideen, für die eigenen Möbel und liebgewonnene Erinnerungsstücke. Somit wird das persönliche Reich zum wirklichen Zuhause. Platz haben hier auch die eigenen Haustiere. Alle Wohnungen sind barrierefrei über einen Aufzug erreichbar. Die Türöffner sind mit Videokamera ausgestattet. Den Mietern steht ein Gemeinschaftsraum zur Verfügung, den sie zum Beispiel für Familienfeierlichkeiten nutzen können. Interessieren Sie sich für eine seniorengerechte Wohnung in einer der PKP-Wohnanlagen? Rufen Sie an bei der MPKP-Hausverwaltung in Liechtenstein 037 204 6850 oder informieren Sie sich im Internet unter www.pkp-seniorenbetreuung.de. Seien Sie am 11. Juli bei der Ausbildungsmesse Schule macht Betrieb der Agentur für Arbeit Freiberg und Partner dabei. Im Berufsschulzentrum Julius Weißbach in Freiberg begeben sich über 100 Unternehmen auf die Suche nach zukünftigen Azubis und Studenten. Lernen Sie die Unternehmen kennen und genießen Sie das umfangreiche Bühnen- und Vortragsprogramm. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.schulemachtbetrieb.de. Mehr Neuigkeiten aus unserem Sendegebiet erfahren Sie jetzt in unseren Wochensplittern. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte. Das 11. Mal trifft man sich hier in Lichtenwalde, um gemeinsam zu singen. Und es ist eine alte Weisheit, singen macht gesund. Singen wischt den Staub vom Herzen. Und das soll heute geschehen, immer wieder. Gesang, 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 Gesang verschönt das Leben. Birgit Lehmann und Schauspielerkollege Matthias Brade moderierten das Sängertreffen im Rahmen des 21. Mittelsächsischen Kultursommers. Der Barockgarten des Lichtenwalder Schlosses wurde zur Bühne für 13 Chöre. Das Programm des Chorfestivals war breit gefächert. Vom deutschen Volkslied bis hin zu klassischen Chorsätzen reichte das Repertoire der Singgemeinschaften. Oh.
Zuschauer, aber auch Miskos Geschäftsführerin Regina Herberger waren mit der Veranstaltung zufrieden. Zumal das Wetter bei diesem Open-Air-Event mitspielte. Immer wenn Chöre singen, dann hat der Himmel ein Einsehen. Und wir haben nicht strahlenden Sonnenschein, aber auf jeden Fall doch zufriedenstellendes Wetter. Und die Chöre sind absolut ein ganz fester Bestandteil unseres Programms. Es wird weiterhin so sein, dass das Sängertreffen im Veranstaltungsplan des Miskos immer vorhanden sein wird. O Erzgebirg, du mein Heimatland, wie schön, wie einzig schön bist du. Seit nunmehr 23 Jahren wird im Leubsdorfer Ortsteil Marbach die Sommersonnenwende gefeiert. Immer um den 21. Juni herum laden die Feuerwehr und der Sportverein zum Festwochenende ein. Einer der Höhepunkte während der Sonnenwendefeierlichkeiten ist das große Tauziehen. Dieser Traditionswettkampf fand in diesem Jahr zum 19. Mal statt. Wie schon im Vorjahr hatten sich leider wieder nur drei Mannschaften für den Wettbewerb angemeldet. Doch dafür war diesmal das Starterfeld international. Neben der Schönerstädter Feuerwehr und dem Jugendclub aus Marbach war auch ein Team aus dem tschechischen Peruč zum Tauziehen angetreten. Die Jugendlichen aus Tschechien und die Lokalmatadoren mühten sich redlich. Der geballten Manpower von den Feuerwehrleuten aus Schönerstadt hatten beide Teams aber nichts entgegenzusetzen. Am Ende siegten die Kameraden der Feuerwehr vor der deutschen und tschechischen Jugend. Für die drei Mannschaften gab es zur Siegerehrung Urkunden und Gerstensaft. Obwohl es für die Schönerstädter Brandschützer der erste Sieg beim Marbacher Tauziehen war, können sie den Wanderpokal für immer behalten. Denn wegen der geringen Beteiligung soll der Wettbewerb ab dem nächsten Jahr nicht mehr ausgetragen werden. Aber vielleicht wird ja dann das Bierkastenstapeln zum Hauptevent bei der Sonnenwendefeier. Es müssen sich nur genügend mutige und vor allem schwindelfreie Leute finden. Für die Besten gibt's dann sicherlich auch wieder einen kühlen Hopfenblütentee. Die nächste Generation, junge Frauen auf dem Weg zur Kunst. So heißt die neue Ausstellung in der Turmgalerie auf Schloss Augustusburg. Gezeigt werden die Arbeiten von 6 Kursteilnehmerinnen der Volkskunstschule Oederan. Mit Jasmin Bilz, Paula Knopfe und Lisa Mühl waren 3 der jungen Künstlerinnen zur Vernissage anwesend. Für den feierlichen Rahmen sorgte das deutsch-amerikanische Musikduo An Envelope aus Freiberg. Darling, on Liberty Island, when you kissed my cheek, my will was strong, but my knees were weak. In einer von Volkskunstschulleiter Rolf Büttner verfassten Laudatio erklärte Uwe Schwarz die Ausstellung. Der Kurs, den die 6 jungen Künstlerinnen besuchten, war ausgerichtet auf eine Vielfalt von Eindrücken und Einflüssen. Unterschiedlichste Techniken von der Zeichnung bis zum Architekturmodell, von Druckgrafik bis Animation, lernten die Schülerinnen kennen. Wir finden Momentaufnahmen ganz unterschiedlicher Themen und Techniken, Selbstporträts, Zeichnungen, Malereien, Fotografien, Motive aus dem privaten Umfeld, wie auch die Beschäftigung mit großen, wichtigen Themen. Die Ausstellung spiegelt die Vielfalt an gestalterischen Ausdrucksmöglichkeiten wider, die an der Oederaner Volkskunstschule vermittelt werden. Wer also wissen will, was die jungen Frauen dort gelernt haben und sich für junge Kunst interessiert, der muss die 132 Stufen des Lindenturmes auf Schloss Augustusburg erklimmen. Bis zum 20. Juli ist die Ausstellung dort noch zu sehen. Die 46 Mitglieder des Schützenvereins Galins e.V. folgen einer alten Tradition, die es seit 1973 gibt, und marschieren durchs Dorf, um das Schützenpaar des vergangenen Jahres von zu Hause abzuholen. Mit dabei sind Abordnungen der Schützenvereine aus Schönerstadt, Görbersdorf, Eppendorf und Erdmannsdorf.
Andreas Wolf, der amtierende Schützenkönig, trug sein Amt mit Würde, versicherte seine Frau. Wie immer sehr gut. Wie immer. Ja, ein lieber Kerl. Ein lieber Kerl. Auch als König. Nunmehr steigt er in die Kutsche, begleitet von den Schützenjungfrauen. Beim Umzug durchs Dorf sorgen die Galenzer Blasmusikanten für die musikalische Begleitung. Unter den Ehrengästen findet man auch die Gründungsmitglieder und somit ältesten Schützenvereinsmitglieder Erwin Grünert und Gerhard Dietrich mit 88 und 81 Jahren. Auf dem Festplatz ist bereits der Vogel aufgebaut, der von Steffen Seifert gefertigt wurde. Heiko Uhlich spannt die Armbrüste, das schon 35 Jahre, und bereitet so das Wettbewerbsschießen und danach das Königsschießen auf den Vogel vor. Zuerst schießen Andreas und Jenny Wolf, das Schützenpaar des vergangenen Jahres. Wertvolle Preise stehen für die erfolgreichen Schützen des allgemeinen Wettbewerbs, an dem sich alle beteiligen können, bereit. Nachdem etwa 15 Schützen gute Arbeit geleistet hatten, kam dann der entscheidende Schuss von Frieder Wildfeuer, ein Urgestein des Schützenvereins. Er war bereits 1991 Schützenkönig. Erik Wildfeuer, der Vorsitzende des Schützenvereins seit nunmehr 10 Jahren, ist stolz auf seinen Vater, der bei wie viel Treffern das letzte Stück herunterholte? 15 vielleicht. Gibt es denn nun in der Familie noch eine Reserve? Meine Frau wäre noch ein Kandidat. Aha. Die ist auch im Schützenverein. Ja, ja. Die hätte noch die Möglichkeit. Also, es wird auch die nächsten Jahre spannend. Am Abend wurde in der Festhalle der neue Schützenkönig gefeiert. Dort wurden auch die Jugendschützenkönigin Sophie Eckert und der Kinderschützenkönig Colin Auerbach vorgestellt. Das Landratsamt Mittelsachsen stellte am Dienstag die neue Suchtstatistik vor. Wie Dieter Steiner, zweiter Beigeordneter, mitteilt, bleibt Alkohol die Droge Nummer 1 in Mittelsachsen. Laut der Suchtstatistik ist zwar die Zahl der 18- bis 45-Jährigen in den letzten 3 Jahren mit Alkoholproblemen von 896 auf 562 gesunken, doch dafür stieg die Anzahl der Krystal-Konsumenten in der gleichen Altersklasse von 82 auf 292. Laut Steinert setzt der Landkreis hier auf Prävention. Allerdings muss das Thema in den Alltag einfließen und die Jugendlichen frühzeitig informiert werden, so Steinert. Ein weiterer Anstieg ist bei den suchtkranken schwangeren Frauen bzw. jungen Müttern zu verzeichnen. Auch der Medienkonsum und die Kaufsucht sei ein Thema, bei denen viele Eltern die Gefahr nicht wahrnehmen. Andreas Prokop, Leiter des Referates Amtsärztlicher und Sozialpsychiatrischer Dienst, appelliert an alle, nicht wegzuschauen und sich Hilfe in Beratungsstellen oder bei Fachärzten zu holen. Die Daten stammen von dem Fachkrankenhaus Bethanien in Hochweitschen und den 3 Suchtberatungsstellen Diakonie Freiberg und Döbeln sowie das Blaue Kreuz in Mittweida. Dort, wo die Kuh schnabbelt, in Kuhschnabel, wird nicht nur zur Faschingszeit Fasching gefeiert. Seit 2013 dürfen auch im Sommer die Narren los sein und auf die Schippe nehmen, was gefällt. So wiederholt geschehen zum Start des 21. Dorffestes beim 2. Kosnapeler Sommerfasching im Festzelt an der Kuhschnabler Feuerwache.
Auch wegen der Fußball-Weltmeisterschaft durfte der Cosnapeler Karnevalsclub volles Haus vermelden. Denn es ging nach Südamerika. Neben den ortsansässigen Faschingsfreunden nahmen die Cosnapeler mit auf die Reise ebenfalls Vertreter anderer Faschingsvereine. Die Narren aus Kuhschnabel hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um den Gästen einen unterhaltsamen Abend zu verschaffen. Auf der Bühne präsentierten sich nicht nur die eigenen Mitglieder des Karnevalsclubs. Auch Gäste wie die Lobsdorfer Sportmädchen trugen mit Tanzeinlagen zur Unterhaltung bei. Getanzt wurde an dem Abend viel, selbstverständlich auch brasilianisch. Und weil in Südamerika derzeit die ganze Welt zu Hause ist, durfte es auch etwas indisch werden. Immerhin war Indien 1950 für die WM in Brasilien qualifiziert. Aber da Fußballspielen ohne Schuhe schon damals verboten war, wurde die Teilnahme abgesagt. In einer anderen Liga werden zukünftig die Cosnapeler Hummeln spielen, die an dem Abend für höhere Aufgaben vom Hummelsein entbunden wurden. Es gab für sie natürlich auch einige Weisheiten mit auf den Weg. Geld braucht niemand. Aber es ist schön, wenn man es hat. Es macht manches einfacher. Und man kann sich damit auch manches leisten, wo du sonst keine Chance hättest. Oh, oh, Süßer! Danke! Ich glaube, jetzt weiß ich auch, was am Hollands will. Ach. Was ich will? Na, es gibt so Sachen, die kannst du einfach nicht alleine machen. Was ich an dem Bestattungsmenü aber auch noch so gern mag, da gibt es immer zum Schluss so einen Dessertteller und ich bin ja so ein kleines Schleckermaul. Aber da war jetzt mal so vor kurzem so ein Nusskuchen. Da ist gleich mein Gebiss drin hängen geblieben. Musste ich dann ohne nach Hause gehen und am Sonntag meinen Sauerbraten durch den Mixer lassen. Das ist echt übel. Aber so ein Gebiss kann auch echt praktisch sein. Also ich nutze meins immer zur Weihnachtszeit zum Plätzchen ausstechen. Dass in Kuhschnabel nicht nur die Alten weise sind, sondern auch der Nachwuchs reichlich Erfahrung fürs Leben hat, ist an dem Abend niemandem entgangen. Johann beispielsweise erzählte von seinem diätmachenden Vater. Auch seine Schlafgewohnheiten änderte er total. Er stand nach dem Frühstück auf, verschob das Mittagessen auf das Abendessen und ging vor dem Abendessen ins Bett. 2 Monate hielt er das durch. Danach war sein Gesicht so schmal geworden, dass er mit beiden Augen durch ein Schlüsselloch sehen konnte. Und die kleine Lilly erst, die wollte mit ihrem Papa, der Fernfahrer ist, am gemeinsamen Familienwochenende spielen. Papa schlug Verstecken vor. Lilly dachte, der Lamellenschrank im Schlafzimmer ist ein prima Versteck. Und als die Mami dem Papi die Schlüpfer runtergezogen hat, das glaubt ihr nicht, was da rauskam. Eine Schlange! Ja! Und das muss eine männliche Schlange gewesen sein, weil die Mutti hat gerufen, der ist aber groß! Ja. Die Mutti hatte Angst gehabt, was soll denn die machen mit die Schlange vor die Nase? Und da hat die reingebissen! Und jedenfalls, das Lange ist das nicht bekommen. Da ist es nämlich ganz schlecht geworden. Dann hat die Dekons! Das glaubst du nicht. Aber dann war sie tot. Dann war sie tot. Ja. Mitmachen beim Cosnapeler Sommerfasching durfte auch das Publikum, das für seinen Mut belohnt wurde. Die Kuh schnabbelte 3 Tage zum Dorffest in Kuhschnabel. Weil sie dabei nicht gestorben ist, schnabbelt sie auch im nächsten Jahr wieder.
Dank an die Organisatoren, den Macher der Woche in unserer Kampagne, Herrn Liebers, dem ganzen Team. Heavy, go! Chemnitz-Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig gab auch zur 8. Auflage von Heavy 24 das Startsignal. Punkt 12 Uhr begann am 21. Juni am Stausee Oberrabenstein das Rennen um die meisten Runden in 24 Stunden. 78 Einzelfahrer sowie über 200 Zweier-, Vierer- und Achterteams aus ganz Sachsen und vielen anderen Orten Deutschlands begaben sich mit dem Mountainbike auf die Strecke, um persönliche Bestleistungen und neue Rundenrekorde zu erzielen oder um nach der olympischen Idee einfach dabei zu sein. Bei einem der größten Mountainbike-Events in der Bundesrepublik. Viele Teams haben ein ganzes Jahr hart trainiert, um in den 24 Stunden im Kampf um die Platzierungen ein Wörtchen mitreden zu können. Auch das Event-Team aus Kendler hatte unzählige Trainingseinheiten hinter sich. Das belegte letztes Jahr mit dem Vierer-Team Platz 4 und mit dem Achter-Team Platz 19. Verletzungsbedingt gab es bei den Kendlerern Ausfälle, so dass man sich entschloss, ein Achter- und ein Zweier-Team ins Rennen zu schicken. 24 Stunden traten die Radsportler abwechselnd in die Pedale. Der Rundkurs mit einer Länge von 8,75 Kilometer führte durch den Wald und über das Stauseegelände, wobei 120 Höhenmeter zu überwinden waren. Die härtesten waren ohne Zweifel die Einzelfahrer. 62 Runden, sprich 542,5 Kilometer, legte der Sieger der Einzelfahrer René Fischer in 24 Stunden zurück. Die beste Einzelfahrerin Katrin Laus zu Schütte schaffte 40 Runden und damit 350 Kilometer in 24 Stunden. Im Vergleich dazu, das beste männliche Achterteam, Team Steinbikes, fuhr 80 Runden, also zusammen 700 Kilometer in 24 Stunden. Los, Schatz, los! Ach du, ich wollte nur eine Runde mehr. Scheiße. Das Achter-Event-Team verbesserte sich in diesem Jahr um 5 Plätze. Mit 71 Runden belegte es den 14. Platz von 63 angetretenen Männerteams. Das Zweier-Event-Team fuhr 58 Runden und erreichte damit den 18. Platz von 41 Teams. Zwischendurch wurde Fußball geschaut. Das Event-Team hatte die Heimkinoanlage im Mannschaftszelt aufgebaut. Die Gesetze der Physik ließen auch außerhalb des Zeltes Fußballinteressierte am Fußballspektakel teilhaben. Da eine Veranstaltung von den Teilnehmern lebt, haben sich die Organisatoren von Heavy 24 etwas einfallen lassen, um auch die nächste Radsportgeneration für das 24-Stunden-Mountainbike-Rennen zu begeistern. Das Kids Race. Seit 2009 haben Kinder im Alter zwischen 4 und 14 Jahren die Möglichkeit, sich im Wettkampf mit anderen zu messen. Das Angebot wurde auch zur 8. Auflage von Heavy 24 von den Nachwuchsrennsportlern rege genutzt. Die Wochensplitter wurden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi und Servicepartner für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte in Frankenberg. Wir lieben Präzision und Geschwindigkeit. Lindner CNC-Zerspannung in Ehrenfriedersdorf, Partner vom Heavy 24, das reizvollste 24-Stunden-Mountainbike-Rennen Deutschlands. Liebst auch du Präzision und Geschwindigkeit? Verstärke unser Team und werde CNC-Profi. Achtung, für 2015 suchen wir noch Azubis, Zerspannungsmechaniker und Kauffrau für Bürokommunikation. Bewirb dich jetzt. Normteile Lindner GmbH, Feldstraße 8 in 09427 Ehrenfriedersdorf. Mehr Infos unter www.lindner-zerspanung.de. Hey Jörg, ich hab da was Interessantes. Die Sparkasse veranstaltet einen Filmwettbewerb für Vereine, bei dem insgesamt 12.000 Euro ausgelobt werden für Vereinsprojekte. Oh, cool. Da machen wir mit. Swinging Saxonia, du weißt, das nächste internationale Musikfestival für Amateurmusiker steht ins Haus.
Da brauchen wir jeden Cent. Wir haben schon zahlreiche Anmeldungen hier. 14 Stück an der Zahl. Und diese kommen überall her. Aus Deutschland, Polen, europäischen Nachbarländern. Also ich bin richtig happy, dass sich so viele angemeldet haben. Also es gibt natürlich einen kleinen Wermutstropfen. Wir dürfen bei diesem Videodreh keine Musik verwenden. Das ist natürlich schade. Rudi, Wortspiel, drehen. Beim Saxonadeverein dreht sich alles um die Musik. Musik macht einfach nur Spaß. Musik ist für mich pure Leidenschaft. Musik kennt einfach keine Ländergrenzen. Und das Wichtigste, Musik verbindet Menschen. Um Musik zu wahren, zu pflegen und natürlich Traditionen aufrechtzuerhalten, hatten wir die Idee 1991, den Saxoniade e.V. zu gründen. Mit der Saxoniade, dem internationalen Wettbewerb für Jugendblasorchester, dem Roland-Zimmer-Wettbewerb und dem Swing Saxonia Festival haben wir eine Plattform für Musiker geschaffen. Diese Plattform nutzen die Musiker, sich gegenseitig kennenzulernen und freuen sich auf den musikalischen, fairen Wettstreit miteinander. Die Faszination für Musikmachen ist wieder da. Handgemachte Musik ist wieder in. Zum Beispiel werden am 19. und 20. Juli diesen Jahres beim 8. Big Band Festival Swing in Saxonia sich alte Hasen mit jungen Talenten messen. Apropos alt, Rudi. Ich bin alt, du bist älter. Noch viel, viel älter ist der Swing. Aber genauso wie wir. Weder muffig noch verstaubt. Beim Swing Festival kommen natürlich alle auf ihre Kosten. Es ist Musik für jung und alt. Und für die Musiker ist das Festival eine der wenigen Möglichkeiten zum internationalen Leistungsvergleich. Es werden Erfahrungen gesammelt, Gedanken ausgetauscht und natürlich auch Freundschaften geknüpft. Swing Saxonia wird von der Fachwelt geschätzt und ist in seiner Form ein einmaliges Musikerlebnis. Ey Mann, Saxonade ist cool. Weiter im Programm geht's jetzt mit unseren Experten und die beraten Sie diesmal zum Thema Steuern und Finanzen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Ihrer Sendung Sie fragen, Experten antworten. Aufgrund verschiedener weiterer Anfragen hier beim Sender wollen wir heute nochmal auf ein derzeit aktuelles Thema eingehen. Dabei handelt es sich um die Frage, ob man als Kreditnehmer bei den Banken die bei Abschluss eines Kreditvertrages berechneten Bearbeitungsgebühren tatsächlich zurückverlangen kann und wie derzeit die Chancen für solche Rückzahlungsansprüche zu beurteilen sind. Weiter. Ja, das ist derzeit tatsächlich ein sehr aktuelles Thema, weil es dazu ja eine ganz neue Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes gibt, der also den Kreditnehmern diesen Anspruch zuspricht, weil er im Grunde sagt, das sind Kosten, die die Bank aufwendet, weil sie einen Kredit vergeben will und die deswegen auch zu tragen hat und nicht Kosten, die in irgendeiner Art und Weise den Kreditnehmer betreffen. Nun ist es so, dass also ja auf vielen Orten auch im Internet, da entsprechende Musterschreiben herunterzuladen sind, die man dann an die entsprechenden Bankinstitute schicken kann. Die sind sicher sinnvoll, aber in der Regel ist es so, dass schon die Banken austesten, inwieweit der einzelne Kunde dann auch ernst macht mit seinem Rückzahlungsbegehren. Das heißt, auf so ein Schreiben hin werden die in der Regel nicht zurückzahlen. Man muss also häufig doch in die Klage gehen. Sollte man dann auch tun, denn es zeigt sich eine Tendenz, die eben durch diese BGH-Rechtsprechung hervorgerufen wurde, dass die Banken zwar in die Klage gehen, aber sich dann gegen diese Klagen nicht wehren. Sprich, sie lassen entweder Versäumnisurteile gegen sich ergehen, das heißt, dass sie also zum Termin nicht kommen oder überhaupt nicht erwidern auf die Klage, oder sie erkennen die Ansprüche an. Aber dazu muss man eben schon irgendwo demonstrieren, dass man es ernst meint. Und deswegen ist schon zu empfehlen, also nicht aufzuhören, wenn auf dieses Schreiben keine entsprechende Reaktion kommt, sondern weiterzugehen, einen Anwalt zu beauftragen und es einzuklagen. Also ich hatte erst vor zwei Wochen einen entsprechenden Fall hier,
am Amtsgericht Chemnitz. Auch dort ist ein Versäumnisurteil ergangen, weil die Bank sich eben schlicht und einfach gegen die Klage nicht gewehrt hat. Also gute Aussichten, aber man muss konsequent dranbleiben. Tja, ich glaube, die Frage passt doch ganz gut zu dem Thema. Ihr fragt Frau S., wir haben vor, eine Immobilie zu erwerben und benötigen eine Finanzierung. Worauf sollten wir achten? Das ist eine sehr vielschichtige Frage und vielleicht meine erste Antwort dazu. Als erstes muss mal festgestellt werden, wie viel Kapital brauchen. Das heißt, die Finanzierungshöhe muss bestimmt werden. Und dabei müssen auch eventuelle Nebenkosten, Erwerbsnebenkosten mit beachtet werden. Grunderwerbsteuer, Notargebühr. Und natürlich bis ins letzte Detail auch überlegen, wie viel Eigenkapital setze ich ein. Denn es reicht in der Regel nicht nur, eine Immobilie zu kaufen, sondern irgendwie müssen da auch Gardinen ran. Und auch das muss man einfach mit einkalkulieren. Also hier einfach mal genau schauen, was für ein Kapitalbedarf besteht. Und entsprechender Finanzierungsberater kann Ihnen dabei auch behilflich sein. Dann ist natürlich klar, diese Finanzierungsvariante, die Sie wählen sollten, die richtet sich danach, was für ein Objekt zu erwerben. Wollen Sie in dieses Objekt einziehen, dann gibt es andere Finanzierungsvarianten, als wenn Sie das fremd nutzen wollen. Welche dann dafür geeignet ist, das hängt wirklich im konkreten Einzelfall von den Gegebenheiten ab. Und dann haben wir natürlich die Hard Facts, das heißt, wie viel Zins sollen Sie bezahlen, wie ist die Zinsbindung und sollte man nicht vielleicht in einer Form eine Sondertilgung mit einplanen, denn bei den jetzt sehr, sehr niedrigen Zinsen und wenn ich dann relativ wenig tilge, dann habe ich natürlich sehr lange Laufzeiten, 25, 30 Jahre Laufzeiten und das muss natürlich auch dann zur Ruhestandsplanung passen, sonst zahlen Sie als Rentner noch ewig an der Immobilie ab. Und bei der Problematik Sondertilgung ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass Sie vielleicht bestehende Sparfonds mit einbinden. Und zwar so mit einbinden, dass Sie die dann auch gegebenenfalls, wenn die zum Beispiel wie bei der vermögenswirksamen Leistung abrufbar sind, auch wirklich dann zur Tilgung eingesetzt werden können. Häufig wird das von den Banken nicht so gerne gemacht, weil man finanziert lieber mal ein bisschen mehr. Denn je mehr man finanziert, umso mehr verdient letztendlich die Bank. Und das Eigenkapital wird dabei in der Regel nicht ausreichend berücksichtigt. Und das sind halt die Sachen, auf die man halt achten soll. Ich will vielleicht noch so ein ganz kleines Beispiel noch dazu nehmen. Wenn Sie zum Beispiel energiesparend bauen, dann können Sie so günstige Darlehen von der KfW nutzen. Da haben Sie jetzt bei einem 30-jährigen Laufzeit für Energiesparobjekt etwa so einen Zinssatz von 1,9. Und das ist ein sehr, sehr guter Zinssatz. Und haben natürlich die Möglichkeit, bei der KfW 5 Jahre die Tilgung auszusetzen, also nicht zu tilgen. Und wenn Sie dieses Kapital dann auch einsetzen würden, um dann vielleicht das teure Bankdarlehen durch Sondertilgung schneller zu tilgen, dann haben Sie direkt einen Zinsvorteil über die Laufzeit. Für mehr Informationen brauche ich natürlich ein paar Informationen. Wir blenden gleich im Laufe der Sendung nochmal unten die Telefonnummer vom Sender ein. Sie können ja gerne anrufen und im Zweifelsfall einfach mal die Daten liefern und dann kann man mal sagen, wie Sie es am günstigsten gestalten können. Ja, nächste Frage habe ich hier. Das geht ganz klar in die Steuerfraktion. Hier fragt Herr M., er hat die Anordnung erhalten für eine Betriebsprüfung. Daran wird er aufgefordert, die prüfungsrelevanten Daten elektronisch zur Verfügung zu stellen. Jetzt möchte er wissen, ob das auch für seine E-Mails gilt. Herr M., das kommt auf deren Inhalt an. Unternehmen müssen alle steuerlich relevanten Daten archivieren und auf Verlangen des Betriebsprüfers diesem elektronisch zur Verfügung stellen. Das betrifft zum einen die von Ihnen selbst erstellten Dateien, aber auch Daten, die Sie elektronisch empfangen haben. Das sind beispielsweise die Daten der Lohn- und Finanzbuchhaltung, der Anlagebuchhaltung, die Daten von Registrierkassen, soweit vorhanden, elektronische Rechnungen, die Sie erstellt haben oder empfangen haben, Aufträge und Kalkulationen. Auch die elektronische Post ist aufzubewahren, denn Mails mit Angeboten, Preisvereinbarungen oder Vertragskonditionen können steuerlich relevante Daten enthalten. Nicht offenbaren müssen Sie dem Betriebsprüfer private Mails und Betriebsgeheimnisse, das heißt also interne Personalangelegenheiten oder eventuell Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung. Sie müssten aber prüfen, ob Ihre privaten Mails und diese betrieblich sensiblen Daten, ob Sie die gesondert abgespeichert haben. Denn halt nur eine strikte Trennung von diesen steuerlich relevanten Daten bewahrt Sie davor, dass Sie dem Betriebsprüfer Daten jetzt preisgeben, mehr als unbedingt notwendig. Denn selbst wenn Sie dem versehentlich irgendwelche Daten geben, die da jetzt nicht in dem Moment braucht,
hat er kein Verwertungsverbot. Er kann die also in alle Richtungen auswerten. Wenn Sie also noch Zeit haben bis zur Betriebsprüfung, dann sortieren und ordnen Sie Ihren elektronischen Datenbestand. Wenn der Betriebsprüfer bei Ihnen im Haus aufläuft, übergeben Sie dem ein elektronisches Speichermedium mit den Daten der Finanz- und Lohnbuchhaltung, Anlagebuchhaltung, Kassendaten soweit vorhanden und Rechnungen und warten dann erst einmal ab, was er von Ihnen weiterhin verlangt. Dann allerdings müssen Sie dem Betriebsprüfer die Daten zeitnah bzw. termingerecht zur Verfügung stellen, weil ansonsten kann der Ihnen ein Verzögerungsgeld auferlegen, wenn er meint, er muss zu lange warten. Das heißt also, nutzen Sie Zeit bis zum Beginn der Betriebsprüfung jetzt, denn dann unter Druck die Daten auszusortieren, ist dann meistens schwierig. Aber wenn Sie noch Fragen haben zur Verfahrensweise, dann rufen Sie an, uns an oder beim Sender an. Tja, so schnell geht die Sendezeit vorbei. Drei Fragen konnten wir beantworten. Für mehr Fragen stehen wir Ihnen natürlich beim nächsten Mal wieder zur Verfügung, wenn es heißt, Sie fragen, Experten antworten. Liebe Zuschauer, das war's. Wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung. Nächste Woche wird's bei uns wieder lecker. Wir werden etwas richtig Leckeres für Sie zaubern. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie's gut. Tschüss.